Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodum zu einem neuen Part. Pokémon die Game Edition mit dem Zwergenfürst. Ja. Ist mal wieder eine doofe Idee. Ich bin immer noch oder schon wieder ein wenig krank, aber gut. Ich lasse mir da nichts sagen und nehme trotzdem für euch Videos auf, weil, ja, weil ich Spaß dran habe, weil es meine große Leidenschaft ist. Let's play Pokémon Gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Auf geht's in die Arena. Zeit, wenn ich heute ein bisschen schlimm klinge. Ich bin ein wenig angeschlagen. Vertania City Pokémon Arena, Leitung Giovanni. Ja, wer sonst? Der bisherige Sieger Gary. Na, dann wollen wir mal. Hey, warte, du Champion in Spey. Nicht einmal ich kenne die Identität des Arena-Leiters von Vertania City. Soweit ich weiß, ist er von allen Arena-Lettern der gefährlichste. Diese Trainer hier setzen gerne Bomben-Pokémon ein. Ach so, Boden-Pokémon. Ja, Bomben. Du kennst nicht mal die, du kennst nicht die Identität vom Arena-Leiter? Hier steht's. Also, falls du es wissen willst, einmal um die Ecke gehen. Da siehst du's. Von wegen nicht mal, ich erkenne die. Die Identität. Okay, ja. Der muss nur mal um die Ecke gehen. Dann hat das. So. Jetzt wird ihr auf die Teleportationsfelder kopst und durch die Gegend gewirbelt. Ein solches Rätsel. Also. Okay. So sieht's aus. Ja. Dann finden wir mal einen schönen Weg nach innen. Okay. Hier können wir rein. Ich fürchte, an denen müssen wir irgendwie vorbei. Da führt, glaube ich, kein Weg vorbei. Beleber. Ich glaube, an denen müssen wir uns vorbeikämpfen. Ja, das schaut wahrscheinlich so aus. So, da wird lang gerutscht. Zum Glück gibt es hier ein Ende und wir müssen nicht immer weiter rutschen, sondern wir landen auf solchen Feldern. Das war ja in den späteren Generationen schon ein bisschen schlimmer. Da musstest du gucken, wo du drauf landest und dann, ich glaube sogar in dieser Generation, dass du da manchmal wirklich durch die Gegend gerutscht bist, ohne Halt, manchmal durch die halbe Arena gerannt bist. Müssen wir jetzt wirklich gegen alle kämpfen oder was? Ah, ja, das schaut so aus. Gegen alle drei. Hehehe, so langsam geht die Luft aus. Nee, noch lange nicht. Die Luft geht mir noch lange nicht aus. Und da mal keine Angst. Ich habe noch gegen niemanden gekämpft in dieser Arena. Ich kann noch. Alles klärchen, Wunderbärchen. Erdbeben. Setzen wir als erstes mal ein. Na. Ja, das kann man schon so einsetzen. Das kann man schon so machen. Das bringt etwas. So, Sandama. Ist besiegt, wie es aussieht. Ja. Muss gucken, dass ich das nicht zu freundlich sage. Ja. Diktri! Nein, ich möchte weiter kämpfen. Mit Georg an der Spitze. Schaufler. Nee.
Georg sollte das einsetzen, nicht Diktri. Ja gut. Oder so. Diktri besiegt. Das ging schnell. Ja, Boden-Pokémon, die kriegen wir doch gebacken. So schwer dürfte das nicht werden. Die Frage ist, gibt es auch einen Weg darum, drumherum? Also wenn ich den hier nehme, ich den bekämpfe, vielleicht kann ich dann außen drum gehen, um die anderen beiden. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Alles klar. Dann schau dir mal meinen Stil an. Dann können wir ja mal sehen, was für ein großer Kämpfer ich dann bin. Ja, Bescheidenheit ist meine größte Stärke. Dann mal Erzbeben. Besiegen wir das Rihorn. Ja, bisher noch nichts so schwer gewesen. Bisher noch keine große Herausforderung gehabt, wo wir dran verzweifeln hätten müssten. So, ein neues Level. Er hat verloren. Ja, mal schauen. Jetzt müssten wir da hoch. Ja, das wäre eh eine Sackgasse. Ja gut, dass wir es hier ausprobiert haben. Okay, dann kommen wir da vorbei. Wenn wir jetzt hier... Ah, alles klar. Da hätten wir uns einen Wolf gekämpft beim... Bei den beiden Trainern wären da nur in den Sackgasse gelaufen. Ja, Maschok. Den kriegen wir auch klein. Nein, nicht mit Explosion. Ich versuch's mal mit Mega-Hieb. Ja, bringt nicht ganz so viel. Fußkick. Und der erste Schaden hier in dieser Arena. Oha. Und Erdbeben. Weiter mit Erdbeben kämpfen. Zack. Was bringt das für Maschok? Ein K.O. bringt das für Maschok. So sieht's aus. So, dann waren es nur zwei. Das ist scheinbar ein etwas stärkerer Gegner. Macholo. Na dann, Erdbeben. Die Erde bebt. Der Kampf bringt die Erde zum Erbeben. Joa. Das geht doch sachte. Sachte, seicht. Ganz entspannt. Bisher keine allzu große Herausforderung. Ja, mein Team ist noch komplett intakt. Naja, Georg wurde ein bisschen verletzt, aber Silberblick, alles klar. Setzen noch mal zur Feier des Tages Schaufler ein. Ich glaube, gegen Giovanni, das kriegen wir hin. Müssen wir vorher vielleicht noch mal zum Pokémon-Center laufen. Team aufheilen. Ja, aufheilen. Das ist wieder. Das kriegen wir dann schon hin. So, hier einmal die Runde machen. Alles Klarchen. Dazu so viel. Mann, ja, jetzt werde ich hier wieder zurückgewuselt. Vielleicht kann ich ja hier den Schalter direkt daneben nehmen. Den da. Da muss ich es nicht laufen. Dann werde ich gewirbelt. Warum dem Charakter noch nicht schlecht geworden ist, frage ich mich auch. Der dreht sich die ganze Zeit hier um sich selbst. Er müsste auch langsam komplett übel werden. So, dann hier entlang. Ist das schon Giovanni? Schaut so aus. Okay. Dann mal ein bisschen Tränkchen nehmen. Hypertränke haben wir noch ein paar. Georg Hypertrank. Na dann, haben wir noch einen AP-Trank, einen AP-Heiler. Nicht. Beleber haben wir einen. Haben wir noch nicht gebraucht. Naja, dann würde ich mal hier kurz sichern. Dann kämpfen wir gegen den Team Rocket Boss Giovanni. Es dürfte nicht so schwer sein mit seinen Boden-Pokémon. Na dann. Willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich Team Rocket wieder aufstellen. Auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere dich heraus. Ich fordere Revanche. Na dann. Schauen wir mal, ob ihm seine Revanche gelingt. Mit
5 Pokémon. Alle vom Typ Boden. Na, das kriegen wir hier backen. Los, Georg. Ich würde mal Schaufler empfehlen. Level 50, ja gut. Das sind meine Pokémon ein bisschen unterlevelt, aber das kriegen wir doch hin. Ja, und Diktri ist schon fast besiegt. Schaufler gegen Schaufler. Tja, der gilt wohl, wer als erster eingesetzt hat. Zack, und Diktri besiegt. Da waren es nur noch 4. Na dann, Snobbity Cat. Nein, ich möchte weiterkämpfen. Ich setze erstmal auf Schaufler. Das ist vielleicht die intelligenteste Sache. Mega Block, okay. Doppelteam, ja. Okay. Snobbity Cat. Alles da, das ist effektiv. Kratzfurie geht daneben. Gräbt sich ein. Nur ganz entspannt. Ich bin optimistisch, was diesen Kampf angeht. Das haben wir gleich geschafft. Was geht daneben? Oh wei, da fängt schon an. Schlitzer. Uaha. Schaufler vielleicht die falsche Attacke. Und wenn wir mal sehen, Kreideschrei. Batz. Nein, ist die richtige Attacke. Ja, wir haben ja schon mal angegriffen. Ja, Blödsinn. Level 46 für Georg. Nice. Nidroquiden. Denn ich möchte nicht kämpfen. Ich müsste eigentlich mal mein Team leveln, weil wenn die Top 4 kommen, kann ich nicht nur mit Georg mich behaupten. Doppelkick. Oh wei. Na komm. Setz deine Attacke ein. Ach so, stimmt. Doppelkick. Mist. Erdbeben. So. Na komm. Was bringt das? Ziemlich viel bringt das. Nice. Dann noch einmal Schaufler. Oh, Nidoqueen kann auch Erdbeben. Oh wei. Wollte gerade sagen, das könnte tragisch enden. Ja gut. Wir haben noch einen Beleber. Und ja. Tobuga könnte noch was bringen. Level 31. Naja, gut. Könnten wir mal versuchen. Flügelschlag. Na komm, zumindest Nidoqueen noch besiegen. Au, das ist schlecht. Dann nutze ich jetzt mal die Gunst der Stunde und setze einen Beleber auf Georg ein. Der scheint hier wirklich der mächtigste zu sein in diesem Kampf. Doppelkick. Au wei. Das war nur ein Schlag. Der zweite Schlag macht Tauburger fertig. Au, Kacke. Wir haben unser Team, glaube ich, hier wahnsinnig unterlevelt und untertrainiert. Das befürchte ich wirklich. Also ich meine, er ist ja noch ein Tauburger. Noch ziemlich schwach. Wie wäre es denn hier an dieser Stelle mit einem Hypertrank? Nein. In den Hypertrank. So, Georg wieder geheilt. Erzbeben wird dir nichts bringen. Da würde doch was bringen, aber ja gut. Pikachu geschenkt. Das ist, glaube ich, mit Abstand mein schwächstes Teammitglied. Georg. Na dann, wär's mal mit Schaufler. Doppelkick. Schaufler ist, glaube ich, eine gute Attacke, die sollten wir beibehalten. Und dann kann man eine Runde aussetzen, das ist ganz praktisch. Oha. Ja, Doppelkick ist eine effektive Attacke. Die kann uns ordentlich Schaden zufügen. So, ja. Nidoqueen wurde besiegt. Ach, Nidoqueen. Oder was? Let's see. Habe ich mir jetzt verlesen. Ach, das war jetzt Nidoqueen. Jetzt kommt Nidoking. Okay, haben wir noch mal einen Hypertrank für Georg. Jep. So halt aus. Halt durch. Einmal Schaufler dann mal.
Ja, dieser Doppelkick. Ah, verdammt. Aber er hält gut durch. So, wie wäre es jetzt mit Schaufler? Megablock. Grätzt sich ein. Doppelkick geht daneben. So, Schaufler. Na komm. Ja, ich wollte gerade sagen, Hauerinner, das hat er gemacht. Doppelkick. Na komm, halt aus, halt aus, halt, halt, halt aus, halt durch. Bitte. Nido King ist gleich besiegt. Na komm. Zweimal getroffen. Ich brauche wieder einen Trank. Nein, Beleber habe ich nicht. Na komm. Da haben wir doch schon fast alle. Einer ist noch da. Rizeros. Puh. Ja, ich möchte mal wechseln. Ich möchte mal Tränke verwenden. Ich möchte Giruk komplett in den Kampf schicken. Puh. Letztes Pokémon Rizeros Level 55. Item Hypertrank auf Giruk. Mal ganz taktisch das klären. Ui, es wird spannend. Steinhagel. Ja, gut, Dexo wird das nicht aushalten. Ist Level 32. Ein Nestler. Der könnte auch der Schwächste sein. Mein Team ist im Allgemeinen ziemlich schwach. Da bin ich schon gespannt auf die Top 4. Schaufler, bitte. Was geht dir der Haar? Okay, keine AP mehr. Das ist kacke. Schlecht für mich. Gut für Rizeros. Habe ich nicht gesehen. Kacke. Ja, gut, Schluck. Müssen wir es nochmal versuchen. Ja, ich habe ein bisschen was verschwendet bei den Vorkämpfen. Ich war ja noch nicht im Pokémon Center vor dem entscheidenden Kampf. Ja, gut, müssen wir es halt nochmal versuchen. Ist das halt. Ja, ist ja fast. Uha! Surf bringt aber auch einiges. Uiuiui. Wenn Schluck nicht gleich besiegt wird. Surfer. Oha! Dann kann Schluck das Ganze hier noch rocken. Ja gut, logisch, Boden-Pokémon und Wasser, hätte ich früher drauf kommen können, aber ja. Deswegen besiegt Giovanni. Na, da haben wir es doch geschafft. Ha, der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdurn zum Zeichen meiner Anerkennung. Ja gut, der 8. Arena-Urn, da haben wir ihn. Zwei gewinnt 5445 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Giovanni hervor. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Erstellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zum Pokémon-Liga. Ja, nice! Zur Siegesstraße. Auf geht's. Nimm dieses Geschenk mit in die Pokémon-Liga, Abenteurer. Zeige hält TM 720. TM 27 ist Geofrisur. Man kann damit ein Pokémon mit nur einem Treffer besiegen. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war. Jo, das bringen wir, glaube ich, gleich mal dem Georg bei. Na, wo ist das Thema 27? Geofissur. Na komm. Der kann das. Nice. So, welche Attacke? Vielleicht nicht unbedingt Schaufler. Welche Attacke soll vergessen werden? Explosion, Mega Hieb, Erdbeben, Schaufler. Das sind extrem gute Attacken. Da. Explosion ist so eine letzte Chance-Attacke. Ich würde Mega Hieb vergessen, weil es, ja, in der Top 4 kannst du mir recht wenig bringen. 1, 2 und schwupp. Georg hat Mega Hieb vergessen. Und Georg erlernt Geofissur. Ich möchte Explosion behalten. Das ist eine gute Arschloch-Attacke. Genau, wenn gar nichts mehr hilft, die Rogue einsetzen und
den Arschloch-Move ziehen. So. Man muss auch manchmal ein Arschloch sein. Vor allem, wenn es gegen starke Kämpfer der Top 4 geht. So, was hat er jetzt zu sagen? Kennt er jetzt endlich den Arenaleiter? Das gibt's nicht! Giovanni war hier, Arenaleiter. Ja. Da steht's. Giovanni. Ja gut, dazu so viel. Na dann, na denn, erstmal auf zum Pokémon Center und dann würde ich sagen, klingt doch so, als könnten wir jetzt auf, das ist das Pokémon Center, auf zur Top 4. Können wir uns auf den Weg zum Indigo-Plateau machen. So schaut's aus. Vorher wird dann wahrscheinlich noch ein Kampf gegen den Rivalen anstehen, gegen Gary. Oder wie wir den hier genannt haben. Ja, was für eine große Überraschung. Auf dem Weg dorthin werden wir auf ihn treffen. Ich gehe mal davon aus. Ich glaube ja, das war so. Ich meine, ich habe das Original nie gespielt, aber ich tue es jetzt auf dem 3DS. So. Ach so, hier gibt es noch keine Hypertränke. Ah, verdammt. Müssen wir halt vor der Top 4 einkaufen. Und bis dahin mit den Sachen auskommen, die wir haben. Na dann, auf geht's. Hier den Weg entlang. Ich speichere mal kurz. Falls jetzt noch etwas Plötzliches passiert, falls wir noch seltsamerweise herausgefordert werden. Und dann, ja, geht's auf zur Pokémon-Liga. Attacke! Ausrufezeichen! Wer kommt denn da? Und Gary! Was? Das habe ich ja gar nicht erwartet, dass der hier vorbeikommt. Was? Zwergi! Was für eine Überraschung! Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle 8 Orden. Das ist cool. Zeigi, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also los, los geht's. Ja. Überraschung, Gary greift an. Gary möchte kämpfen mit 6 Pokémon. Da haben wir hier gleich 2 Megakämpfer in diesem Part. So sieht's aus. Ja. Da testen wir mal das Geofisso aus. Wenn wir denn dürfen. Ja, dürfen wir bestimmt. Was? Ist unversehrt? Hallo? Ich wollte ja mal Geofisso austesten. Attack ist nicht. Geofisso wurde vergiftet. Okay. Geofisso ist unversehrt. Okay. Eine Attacke, die also Leute sofort schlagen kann. In einem Hieb K.O. machen kann. Alles klar. Achso, jetzt habe ich es versehentlich nochmal eingesetzt. Ja, verplempern wir gleich alle Attacken. Alle AP. Schaufler. Dreimal umsonst eingesetzt. So geht's auch. So kann man es auch verschwenden. Ich hatte eh keine Hoffnung, das hier im ersten Hieb zu schaffen. Was, Georg hat ein Gift runtergeladen. Ah, okay. Alles klar. Nee, das ist die Bezeichnung für vergiftet. Falls ihr es noch nicht wusstet. Könnte aber auch die Bezeichnung für Gift sein. Doch, ein Gift. Vielleicht ist Georg ein Gift. Ja. So schaut's aus. Ich sag in letzter Zeit viel zu oft den Satz, so schaut's aus. So sieht's aus. Muss ich mir mal wieder abgewöhnen. Ja, dann Schillock gegen Sandama. Oder was? Georg schon besiegt. Ja, hey. Naja, wir müssen das ja jetzt nicht, ja. Wir haben ja schon Giovanni besiegt. Jetzt muss man nicht im nächsten Hieb gleich
Rivalen besiegen. Ja, wir müssen ja heute nicht alles machen. Kriegen wir auch im nächsten Part gerockt. So, neues Level für Schluck. So, nein, ich möchte bitte weiterkämpfen. Bis zum Schluss. Kämpft bis zum bitteren Ende. Super! Los. Owei, geh sterben. Kriegen wir Owei damit besiegt? Nein, tun wir nicht. Da müssen wir noch ein bisschen mehr einsetzen. Ja, wie wäre es denn mit Blizzard? Das ist doch eine hübsche Attacke. Ja, das bringt schon ein bisschen mehr gegen Owei. Solarstrahl. Ja. Okay, das scheint Schluck ziemlich zu beeindrucken. Schluck wurde besiegt. Ja, gut. Glutexo. Einfach mal der Reihenfolge nach. Feuersturm. Na komm. Das muss doch die Eier zum Garen bringen. Gekocht. Na gut, da waren es nur noch 4. Was heißt nur noch? Aber gut. Austos. Oha. Ein harter Gegner. Feuersturm. Können wir die Auster braten? Können wir die zum Verzehr bereiten? Ja, wird ein bisschen heftiger. Es wird ein bisschen länger dauern, diese Auster zu knacken und zu braten. Ja, aber wir kriegen es hin. Schnapper. Na komm, hältst du dich noch einmal. Hast du Austos besiegt? Na komm. Einmal diese Attacke noch einsetzen. Ah, oder auch nicht. Ja, wir wurden besiegt. Ja, wir wurden noch nicht besiegt, aber du Texo. Los, Pikachu! Wird's Zeit für Donnerschock. Na komm. Los, Pikachu, die legendäre Attacke. Donnerschock. Jo. Okay. Es war noch nicht ganz. Na komm, Donnerschock. Patz. Austos wurde besiegt. Neues Level? Nein, noch nicht. Magneton. Okay, ja, da ist Pikachu vielleicht das falsche Pokémon. Aber wir versuchen es erstmal. Wir trainen es erstmal. Fürst 3. Heute. Ruckzuckhieb. Na komm. 47 gegen 30. Ja gut, nicht die beste Idee. Donnerschock. Ja, ich sehe schon, Pikachu ist hier ziemlich schlecht. Zum Kampf. Das ist eher die schlechtere Wahl. Ruckzuckhieb. Aber ein bisschen was können wir auch schon vorarbeiten. Sternschauer. Ja, das ist viel besser. Pikachus Attacken. Ja, na komm. Ein bisschen was. Vielleicht ein Viertel oder die Hälfte. Fertig machen. Bartkratz. Nasenkratz. So. Hat sich natürlich selbst verletzt. Ja, gut. Kann man machen. Muss man aber nicht. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ja, gut. Pikachu geht Suizid. So schaut's aus. Smetbo. Schlafpuder. Na komm, das als erstes. Gilfi. Oder auch nicht. Tauboga. Letztes Pokémon, das noch nicht besiegt wurde. Fliegen. Flieg auf uns davon. Tauboga, halte durch. Ich sagte, halte durch. Verdammt. Na ja, gut. Da haben wir zumindest schon einen Teil besiegt. Alle Pokémon von Zwergi wurden besiegt. Zwergi fällt in Ohnmacht. Na dann. Auf eins Neues. Versuchen wir es erneut. Muss mal kurz auf die Uhr gucken. Und wie lange sind wir jetzt hier schon am Aufnehmen? Kann ich mir eine kurze Aufnahmepause genehmigen? Kann ich den Part hier vielleicht beenden? Mal schauen. Ach, jetzt habe ich den alten Spielstand überspeichert. Blödsinn. Ich würde sagen,
beende ich diesen Part an dieser Stelle. Im nächsten Part geht es hier gegen Gary, den Rivalen, kämpfen uns durch Garys Herausforderung. Beweisen wir mal, dass wir stärker sind als Gary mit unserem Pokémon-Team. Na dann! Und ob ich nach oben so durch dieser Part gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr auf meiner Kanalseite seid. Auf meiner Kanalseite seid. Reden muss man können. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwangfürst verpassen wollt. Habt ansonsten noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Glöckchen aktivieren nicht vergessen. Und ja, wenn ihr mögt, kommentiert dieses Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, man sieht sich. Ciao, ciao.